Ja, und ich habe Ihnen ja angekündigt, dass wir Ihnen hier heute nur fantastische Filme vorstellen. Gleich beim ersten hatten wir gestern das schöne Erlebnis, dass Harald Martenstein, den Sie übrigens täglich bei uns hören, am Nachmittag mit seiner Kolumne, der ist ja völlig frei, der geht in irgendwelche Filme, der muss nicht den ganzen Wettbewerb abarbeiten, ist der Flaneur der Berlinale, hat sich Karten gekauft, ist in den Film gegangen, Casting, dachte, naja, mal gucken, was so ist, war vollkommen begeistert, hat es gestern auch gleich verkündet und auch gleich gesagt, es war eigentlich der beste Film der Berlinale. Finde ich auch klasse am ersten Tag, man musste auch so Marken setzen. Ne? Also ich würde mich im Anschließen sagen, es ist einer der schönsten Filme der Berlinale, Casting im Forum, ein Film von Nicolas Wackerbarth, den wir herzlich grüßen, nicht zum ersten Mal bei uns. Hallo. Ja, hallo. Und der selbst auch Schauspieler ist, nicht in diesem Film, aber grundsätzlich, was nicht unwichtig ist, glaube ich, für diesen Film, werde ich auch gleich erklären können. Und es ist ein Film mit einem wunderbaren Frauenensemble. Es sind fantastische, also wirklich Legenden auch dabei, Frauen, die also Theatergeschichte und Filmgeschichte geschrieben haben. Und im Mittelpunkt steht aber ein Mann, um den dieses Universum gleich kreist, der versucht, davon teilzuwerden. Also eine durchaus tragische, schwierige Figur, gespielt von einem Mann, den wir gut kennen von der Berlinale, nämlich Der Räuber. Er hat die Hauptrolle gespielt damals in diesem erfolgreichen Film Der Räuber. Andreas Lust, hallo, willkommen. Guten Abend. Hallo. Ja, und wir können es ja ganz einfach erstmal erklären. Casting. Es wird tatsächlich gecastet. Es soll ein Remake werden eines berühmten Films von Fassbinder, Die bitteren Tränen der Petra von Kant, das auch als Theaterstück übrigens immer mal wieder gespielt wird. Also was passiert da genau? Was muss diese Frau da machen? Sie hat ja nicht mehr viel Zeit, die Regisseurin, gespielt von Judith Engel, ne? 6 Tage, glaube ich. Genau, sie hat noch 6 Tage Zeit, dieses Remake zu besetzen von diesem Film, der auf einem Theaterstück basiert. Und alle sind so ein bisschen gestresst, dass diese Hauptrolle nicht gefunden werden kann, eben die Petra von Kant. Nur einer freut sich, das ist der Anspielpartner. Der freut sich über die Mehrarbeit, dass er bezahlt wird, dafür Stichworte zu liefern den prominenten Bewerberinnen. Ja. Und zwar ist es im Wesentlichen immer die gleiche Szene, die da geprobt wird. Logischerweise auch ein großer Reiz übrigens, die Frauen zu sehen in unterschiedlichen Szenen. Du bist aber nun jetzt ein Mann, also insofern ist das auch nochmal eine doppelt gebrochene Situation. Casting, du wirst angespielt von denen. Wie hast du das auch selbst empfunden beim Spielen? Es ist ja Spiel im Spiel im Spiel, wenn man so will. Naja, irgendwann hat sich's verwischt. Ja? Die Grenzen, Spiel im Spiel, wie du sagst, das Private hat sich so ein bisschen vermischt und man wusste dann nicht mehr, spielt man den vor, der man vorgibt zu sein, oder ist man das selbst, oder es war ein bisschen verwirrend. Ja. Kann ich mir vorstellen. Nenn mal bitte mal ein paar von den Frauen, das ist ja wirklich ein tolles Ensemble. Ja, die Corinna Kirchhoff spielt zum Beispiel mit, ne? Also natürlich von der hier Berliner, die Schaubühnen-Diva, die Ursina Ladi, Marilu Sellem, Judith Engel. Judith Engel, die spielt die Regisseurin Vera. Andrea Sawatzki spielt mit. Viktoria Trautmannsdorff. Ja, ist wirklich ein Traum, die alle zusammen zu sehen. Und zu sehen, und damit sind wir, glaube ich, ein bisschen bei dem Kern der Erzählung von dir, das Dilemma des Schauspielers, also immer bewertet zu werden. Und hier hatte ich so das Gefühl, in jeder Sekunde, also ob die jetzt laufen oder nicht laufen, ob sie sitzen oder nicht, die Regisseurin ist ja so nah dran, dass ich wirklich ein Erbarmen fast hatte mit diesen Schauspielern und dachte, das ist eigentlich genau ihr Problem, es ist aber auch ihr Job, immer zu bewertet zu werden, in jeder Sekunde. Dass sie bewertet wird? Oder auch ihr, ihr als Schauspieler. Naja, ich bin mir immer so bewertet vorgekommen. Was weiß ich. Ob das ihr Problem war? Ja, natürlich, die muss ja Entscheidungen treffen. Ja. Also man muss ja zum Punkt kommen, muss da irgendwie mit dem Film weiterfahren. Aber für mich war das, je länger das dauert, desto länger bin ich Teil dieser ganzen Produktion. Und das ist natürlich ein schönes Gefühl. Man muss vielleicht sagen, dass der Film komplett improvisiert ist. Also das ist, wir hatten zwar ein Drehbuch, aber die Schauspieler kannten das nicht. Oder wir hatten, sag ich, ein Konzept für Szenenfolgen. Und von daher ist das, was Andreas beschreibt, dass er jeden Tag da hingekommen ist und wie bei einer Schnitzeljagd eigentlich was Neues erfahren hat. Und die Schauspieler wussten auch nicht voneinander, was der andere machen wird. Von daher war das eine sehr offene Spielsituation, die sehr aufgeladen war, jeden Tag neu. Mit wem konntest du dich jetzt mehr identifizieren, als Schauspieler und Regisseur? Also mit der Situation von Judith Engel, die ja eine ganz schreckliche ist, sie muss sich durchsetzen, sie muss immer wieder ihre Autorität herstellen, nicht? Sie will aber auch kein Schwein sein, sie will auch kooperativ sein, oder eben mit der Situation der Frauen, die sich da bewerben? Also die, nee, mit den Frauen, die sich bewerben, konnte ich mich nicht so identifizieren. Ich konnte mich mit dem Anspielpartner, den Andreas Lust spielt, identifizieren, weil das habe ich tatsächlich auch mal gemacht für einen Kinofilm von einer Freundin und konnte da beobachten die Ängste, die Hoffnungen, die großen Erwartungen. Und ich fand es eine interessante Figur, dass jemand so dazwischen steht, dazugehören will,
gleichzeitig, je länger der Castingprozess dauert und dadurch, dass die Regisseurin sich nicht entscheiden kann, dauert er ja sehr lange, wird er immer mehr Teil des Teams. Ne? Und am Ende, wenn die aber anfangen, den Film zu drehen, gehört er natürlich nicht mehr dazu. Und dadurch hat der Beruf des Anspielpartners im Casting, der auch selten erzählt worden ist im Film, so eine bittere Note, und das fand ich interessant. Also der große Reiz besteht nicht zuletzt darin, dass man eben diese unterschiedlichen Frauen auch sieht in diesen unterschiedlichen Interpretationen. Sie geben mir ihr Bestes. Und das, dachte ich, ist auch so interessant. Vergisst man, selbst die Frau, die da hinkommt als eine Diva, weiß, ich bin sowieso die Beste. Sie bettelt am Schluss, sie fleht um diese Rolle. Das ist wahrscheinlich eine Erfahrung, die wir vergessen. Auch der erfolgreichste Schauspieler will spielen, ne? Natürlich. Muss man kämpfen. Man beginnt immer wieder von vorne, ja, oder so. Was man gemacht hat, das ist Schnee von gestern, und man beginnt immer wieder von vorne. Insofern war das für mich eine große Liebeserklärung, muss ich sagen, an die ja auch gefährliche, schwankende, unsichere Position des Schauspielers und der Schauspielerin. Ja, ich glaube, es ist eine ganz grundsätzliche Frage, die bei einem Casting aufkommt, die über Schauspiel eigentlich hinausgeht, ob man genügt und wer das bestimmt, dass man genügt, ob man geliebt wird, dass man gesehen wird. Und vielleicht sind auch deswegen diese ganzen teilweise zynischen Castingshows sehr erfolgreich, weil doch immer so ein wahrer Kern darin ist, dass man selber so ein Stück Aufmerksamkeit haben will und ob man berührt wird von jemandem, weil man sich vermitteln kann anderen. Also ich hätte noch stundenlang zusehen können, meine ich ganz ernst. Also hätte noch eine Stunde weitergehen können, es hätten noch mehr Frauen kommen können und ihre Rollen spielen können. Auch du hättest weiterspielen können, es hätte noch ewig weitergehen können. Es gibt noch ganz viel Material. Okay. Also wir haben ja 80 Stunden gedreht, von daher. Okay. Also Director's Cut wird dann nochmal richtig heftig. Und übrigens, und das meine ich jetzt ganz ernst, ich würde gerne den fertigen neuen Film Petra von Kant sehen. Also den könnte man nochmal machen, diese neue Auflage. Ja, also ich nicht, aber wenn du ihn gerne machen willst. Ich fand eigentlich lustig, dass der Regisseurin so eine unlösbare Aufgabe zu geben, ne? Also warum noch mal ein Remake von so einem wunderbaren Film zu machen? Mir würde es jetzt nicht einleuchten, noch wenig dazu einfallen. Ja, sie hatte auch nicht wirklich einen neuen Ansatz. Sie sagte bloß immer, eigentlich muss sie auch arbeiten. Sie will eigentlich auch einen Job haben. Noch eine letzte Frage, wenn du diesen Film jetzt heute siehst, also ist es für dich eine Situation, mit der du dich nach wie vor identifizieren kannst? Du hast gesagt, du bist irgendwann daran total aufgegangen, aber ich finde, deine Figur hat sowas tragisch Gebrochenes. Also man schließt den wirklich sehr ins Herz. Am Schluss tut er einem unendlich leid, weil er vielleicht derjenige ist, der am tiefsten im Projekt drinsteckt und der, wie du sagst, Nikolas, am weitesten wieder draußen ist. Wie geht's dir mit der Figur? Naja, es waren ein bisschen so erlebte Dreharbeiten. Das war tatsächlich was Spezielles, weil man sich da so persönlich nicht ausnehmen konnte, sondern weil man das wirklich so durcherlebt hat und von Tag zu Tag eben immer wieder mit Stückchen gefüttert wurde und da immer wieder weitergelebt hat, dieses Leben und so. Natürlich identifiziere ich mich immer noch damit oder beginne ja auch immer wieder von vorne, und jedes Projekt eröffnet eine komplett neue Welt und man beginnt immer wieder und lässt sich auf was Neues ein. Ja. Aber du hast doch den Kick gespürt, warum man diesen Beruf ausübt, hast du gesagt. Nein, das Schönste, was für mich war, nachdem ich ihn gesehen habe, war ein bisschen das Gefühl zu haben, zu verstehen, warum man da Teil dieses Prozesses sein will oder Teil dieser Welt sein will, weil die halt so ein geschützter Rahmen ist, weil das bigger than life ist und weil man immer wieder von vorne beginnen kann in dem Ding selbst. Also es gibt noch einen zweiten Take, einen dritten Take. Du hast Situationen und kannst die anders als im Leben halt nochmal probieren und nochmal besser machen und möchtest nicht aufhören. Und ich glaube, dieses Geheimwissen, das teilt sich dem Zuschauer mit. Das macht auch den Reiz nicht zuletzt dieses Films eben aus. Ein Fest von großer Schauspielkunst ist es auch. Und wir können am ersten Tag der Berlinale sagen, einfach mal so ein Berlinale-Geheimtipp. Das können wir jetzt hier schon mal verkünden. Ist ab morgen auch keiner mehr. Also im Forum der Berlinale läuft Casting von Nikolas Wackerbarth, unter anderem mit Andreas Luss. Euch ganz herzlichen Dank, natürlich noch mehrfach hier zu sehen auf der Berlinale. Dankeschön.